Hallihallo, hier ist der Doi mit Aliens Colonial Marines und ich zeige euch hier ausnahmsweise bloß eine halbe Stunde. Hängt einfach damit zusammen, dass ich finde, dass das Ding ein Multiplayer-Spiel ist und kein Singleplayer-Spiel. Ich werde euch jetzt lediglich schnell den Singleplayer-Anfang zeigen. Ja. Kampagne, neue Kampagne, Soldat. Dann schauen wir uns das schnell an. Und ich denke, ich hoffe, ich werde euch nur ein Splitscreen-Koop zeigen können. Nur leider sind meine ganzen Freunde, die mit mir normalerweise die Dinge andaddeln, verhindert. Heißt, ihr seht jetzt nur eine halbe Stunde. Meine Einheit hat auf LV-426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau, ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Ja, angesiedelt ist das Ganze nach dem zweiten Film, ist mir gesagt worden, beziehungsweise habe ich gelesen. Das Problem ist, ich glaube, das Kind und die Frau waren dann dementsprechend Ripley und das Mädchen. Ich habe jetzt meinen Code noch nicht aktiviert, meinen Limited Edition Code mit Flammenwerfer und dem ganzen Zeugs. Ja, grafisch sieht das jetzt nicht fett aus. Aufgestanden, Marines. Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Auf die Beine, Marines. Für die Neuen, ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USS Sulaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 23 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryo-Schlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Memmen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten im Hangar. Kennt ihr irgendeinen der Schauspieler, die hier gezeigt wurden, gerade unten als Starry? Name und Rang? Corporal Christopher Winter, 118. Bataillon an Bord der USS Sephora. Christopher Winter werden wir spielen. Corporal Winter, ich schicke Rhino 21 als Unterstützung für 23. Alles klar, Mann? Mir geht's gut, Captain. Ich mache mir nur Sorgen um 23. Gut, denn sie werden sich Rhino 21 anschließen. Die werden versuchen, den Flugschreiber der Sulaco zu bekommen, damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist doch passiert? Wir haben versagt. Aufgepasst, Mädels von der USS Sephora. Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 21 und Rhino 23 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir lassen keinen Marine zurück. Daher schicken wir in den nächsten 2 Stunden ein paar Dropships, um bei der Evakuierung der Verletzten auf der USS Sulaco zu helfen. Sir, die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt. Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Es klang, als würde einer schreien und nicht alle Marines. Aber ist ja nicht so genau. Hören Sie zu. Was ich brauche, sind Informationen. Keine Helden, kein Bullshit. Sie sind dort meine Augen. Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 21, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Alles klar, Chef. Ja.
Ja, der erste Anblick hier ist mal nicht so hübsch. Oh, das ist peinlich. Mein Controller ist gerade ausgegangen aus irgendeinem Grund. Ach man, kleinen Moment, irgendwas hat das Akku-Pack. Das hängen wir natürlich an. Mein Akku-Pack ist ausgefallen. Keine Ahnung warum. Es war eigentlich frisch aufgeladen. What the hell? Oh, du solltest schnell laufen. Winter, verdammt nochmal, was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Explosive Dekompression in der Sulaco. Hier ist Raider 6-5. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Soll ich das im Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht. Begebe mich zur Sulaco. Winter, over. Ich bin doch schon da. Passiert. Wir haben mehrere Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marines von Rhino 2-1. Mit dem brauchst du wieder beleben, das hinter sich. Die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Wir können die Gangway nicht mehr benutzen. Bleiben Sie dort und kümmern Sie sich um unsere Marines. 2-1, was ist der Status von 2-3? Willkommen im Chaos. Benutzen Sie Ihren Bewegungssensor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Bewegungssensor. Ich sehe sie beide. Und 2-3 ist im Süden. Hinter dem Hangar. Vielleicht bei den Maschinen. Bewegen Sie sich. Nein. Moment. Da ist ein unbekanntes Signal. Da bewegt sich was. Verdammt. So for actual, 2-3 scheint die Position zu halten. Oder sie sind tot. Der zieht sie jetzt, glaube ich, hin. Ja, mach die Tür auf und stirb. Alles klar. Winter und ich werden. Verdammt. Sephora Actual. Ich treffe mich mit 2-3, Sir. Denken Sie daran, keine Helden, Junge. Actual over. Sir, ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also, er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Boah, ist die Grafik hässlich. Guckt euch mal diese Wanddinger hier an. Es wirkt zwar das Ganze ziemlich atmosphärisch und man fühlt sich ja in diesem Universum irgendwie, aber grafisch ist es jetzt nicht so hübsch. Da hatte ich mir mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ja, einen Bewegungssensor habe ich nur offen, dass ich sofort erkenne, wenn ein Gegner kommt. Ich will hier in den Anfang ein kleines Mädchen zu greifen. Wozu ich aber leider neige bei solchen Spielen. Deswegen habe ich ja Dead Space nicht alleine gespielt.
der Tür wird ein Alien angezeigt. Lieber die Tür immer zumachen hinter sich. Kann man langsamer fliehen, wenn es ist. Also ich finde es ziemlich cool gemacht von der Atmosphäre, aber die Grafik ist eine Frechheit. Geöffnete Kryokapseln. Keine schöne Art aufzuwachen. Seine Stimme ist irgendwie für so richtigen Hardcore-Marine nicht passend, aber ja, ist ja egal. Wir könnten sie auf Englisch spielen, dass seine Stimme ein bisschen besser. Hier brennt's. Kann ich nicht weiter. Ah, okay. Türen zugeschweißt. Was ist das denn? Oh, Scheiße. Sehen Sie das, Captain? Nimm mir das, der Captain Small heute. Ist aber ein bisschen schockiert. Mann, ich hasse solche Spiele, vor allem wenn ich sie alleine spielen muss. Hier unten in der Plöre ist irgendwas drin. Das werde ich aber jetzt mal ganz getrost ignorieren. Ja, Steuerung ist Standard. X nachladen, A springen. Mann, das ist... Plan. Erschießen Sie das Ding! Hat euch ja gemacht, du Affe. Steigen Sie mich runter. Machen Sie schon los. Los! Sephora Actual, Winter hier. Ich habe Keys von Rhino 2-3. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche. Ein oder zwei Marines von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot? Gar nicht? Er ist weg. Bleib ruhig. Ich hab dich, Kumpel. Winter, sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu bergen. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Es heißt, halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. Das hat sich gerade überschlagen. Zum Teufel mit Befehlen. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. O'Neill, sind Sie noch da? Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Sonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Keith, halten Sie Ausschau nach Bella. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill. Hey, hatte wohl schon bessere Zeiten. Hallo. Was sieht hier aus?
Ja, wie gesagt, grafisch finde ich, guckt euch das mal an, ziemlich hässlich. Aber von der Atmosphäre her ist es schon irgendwie packend. Bist du jetzt ein Schlitzer? Ups. Wir sind hier nicht allein. Ich lass mich nicht nochmal erwischen. Ups. Ich opfer dich und mach die Tür wieder zu. Sichtkontakt! Los geht's! Ah, bin ich scheiße. Das wird unangenehm! Ich hätte auch gerne einen Pumpgun. Boah, da hat Matsch gemacht. Die kommen von unten! Oh, von unten. Pass auf, da unten. Versiegel den Raum! Holen Sie den Flugschreiber! Die Mittelkonsole! Holen Sie den Flugschreiber! Was haben wir denn davon, wenn du den Raum versiegelst? Wir müssen noch zurück, ah, wieder, oder? In einer Minute sind wir raus, okay? Okay. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Winter. Hebt das Feilen für später auf und bewegt eure Ersten zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wenn du nicht am Rückweg stirbst. Warum lebst du immer noch? Mann, ist die Waffe scheiße hier. Wenigstens trifft die KI ein bisschen was. Wenn ich schon nichts treffe. Heute haben Sie das Ziel im Visier! Jo, lauf raus! Dieser stupid Idiot. Warum läuft denn der raus? Ich dachte, du deckst mich, du Affe. Toll hast du mich gedeckt. Ganz großes Kino. Ich mag den Kies nicht, der opfert mich immer. Oder er versucht zumindest. Jetzt wäre eine Granate super. Ich kann nicht mehr! O'Neill, wir sind in einer Minute bei euch. Ihr seid zu spät! Wie, wir sind zu spät? Wieder einer! Lassen die uns jetzt zurück, oder was ist ihr Plan? Auf dem Dropship! Achtung! Granate! Keys, warten Sie! Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Die Gangway ist instabil, aber es bleibt keine Zeit, um auf ein anderes Schiff zu warten. Wir gehen trotzdem durch. Eine Explosion hat die Tür versperrt. Ohne Autorisierung geht die nicht auf. Bewegen Sie Ihren Arsch und überbrücken Sie die verdammte Türsperre, Kies. Du bist schuld, du Affe. Der ist lustig gestorben.
Komm, steh auf. Nichts passiert. Mann, was ist mit dir, du Affe? Küche unsere Killen kill ich nicht. Immerhin gibt's kein Friendly Fire, das ist schon mal angenehm. Eingesprungen. Was cool ist, dass sich die Leben nicht automatisch regenerieren, beziehungsweise die Rüstung, wie es in den meisten Spielen ist. Ach, ich habe eine Pumpgun mit. To-One, wir machen uns aus dem Staub! Der Flugschreiber ist unterwegs zur Sephora! Wir haben es geschafft! Rhino-Team, los, los, los! Winter, Bewegung! Du Penner. Los, meine Hand! Das war's mit dem Flugschreiber, weil den hat der andere Pisser gehabt. Der Flugschreiber ist weg. Keys. Keys hatte ihn. Alles war umsonst. Wir sind nicht tot. Naja, das ist doch schon mal was. Noch nicht. Sephora Actual hier. To-One, hören Sie mich. Was ist in der Gangway passiert? Actual. Wir haben Keys verloren. Ich glaube, es ist etwas an seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyennes sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. 2-1 over. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Die Aliens stören euch nicht, die hier rumkreien, oder? Du darfst vorgehen. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Ich wollte doch keinen Haken. Keine Gefahr. Bis jetzt? Wenn man jetzt vergaß. Sephora Actual, hier ist eine Live-Übertragung. Das ist keine Technik von den Colonial Marines. Da steht Wayu, Sir. Heilige Scheiße. Was? Laut Zeitstempel kam das nach dem Notruf von... wie war sein Name? Corporal Hicks. Actual, hier ist 2-1. Was halten Sie davon? Sir, ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an Wayu senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachtraum. Beide. Es sind Aliens, jede Menge da. Seht ihr die nicht? Natürlich ist nur wer am Schiff. Sephora Actual. Hier spricht Bella von Rhino 2-3. Hören Sie mich? Klar und deutlich, 2-3. Was ist Ihr Status? Ich bin aufgewacht und fast erstickt. Da war was Spinnenartiges in meinem Gesicht. Es ist tot, Sir. Ich wurde von meiner Truppe getrennt. Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot. Tut mir leid. Rhino 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Können Sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Garnet? Peace? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie ich dorthin komme, Sir. Sie allein sind jetzt Rhino 2-3. Versuchen Sie es. Kommen Sie lebendig zurück. Actual over. Wir können die Eier jetzt erschießen. O'Neill. Was ist los? Das klang wie Bella. Sie... Wir hatten was, okay? Was denn? Sex.
Schluss jetzt, du Pfadfinder. Ist denn der Affe jetzt hingelaufen? Was habe ich gerade erfolgmäßig gekriegt? Was haben die Viecher, ey? Bleib bei dir, dann fallen die erst an und dann. Erwischt die Sau. Hat zwar nur Schaden gemacht, aber ich hab's erwischt. Aufgefallen, dass sie hier rüber krabbeln. Uah, geh weg! Ich sehe es nicht. Wir laufen schon wieder auf so ein Vieh zu. Granaten oder sowas wären mal ganz nice. Oder Rüstung, Lebensenergie. Ich bin doch nicht so wählerisch. Das ist allerdings schwach, einfach so schwarz heran. Dem Typen hier nach. Der läuft zwar ohne mich weiter, was ich ein bisschen assi finde. Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Rang erhalten. Rang erhalten, bla bla bla. Da ist oben rechts auf dem Mond. Bla bla bla. Bla. Waffen aufrüsten, so mag ich das. Pumpgun. Ah, cool. Zeitzündegranate will ich nicht. Visier brauche ich auch nicht. Aussehen ist mir auch egal. Schussrate ist mir doch egal. Oh. Kann genau das hier freischalten. Naja, dann machen wir mal das Bier hier da. Jetzt hagelt's aber hier, Gamer Squads. Ganze 5. Oh, nice. Jetzt kann ich noch schlechter zielen als vorher. Bin fast down hier. Was? Ich sehe Parasiten! Unter uns! Hat euch das gefallen? Ich bin tot! Weil die KI nicht hilft hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt hoffe ich, dass da hier irgendwo ein Checkpoint war. Im Nahkampf ist der Flammenwerfer vernichten. Ach nee.
Ich hasse es, wenn die Viecher im aus irgendwo nirgendwo rausspringen. Das ist jetzt ein Scherz, wo der Kontrollpunkt ist. Waffen nach rechts richten! Alter. Okay. Wir müssen auf das Gravitationsfeld. Damit kommen wir direkt zum Frachtraum. Überbrücken wir die Schächte. Ah, cool, die Waffe bleibt aber abgegradet. Ätzende Zeug, was von ihm nur wegfliegt, macht mir immer Schaden. Jetzt kapiere ich das auch mal. Warum hast du den denn erschossen? Vorher hast du ihn noch weggeholt, du Affe. Ist nicht gegeben. Und die Leute sehen mal ein bisschen hässlich aus, muss ich so sagen. Aber. Warum kann der doch die ätzende Scheiße laufen und ich nicht? Ich meine halt sowas. Spielen wir wieder mit Taschenlampe hier. Ein bisschen Lebensenergie oder Rüstung würde mich sehr freuen. Da oben, ja, lass ich töten da draußen. Oder komm. Lock sie hier rein, genau. Geno erledigt! Da kommt einer! Unter uns! Gotcha. Jetzt wird was von dem ätzenden Scheiß hier abbekommen. Gehst du denn wieder zurück? Wir müssen in die Richtung. In your face! Sturmgewehr erhalten. Mal gucken, was das hier kann.
legendäre Waffe gefunden. Dieses Menü finde ich ein bisschen umständlich, wenn ich ehrlich bin. Wo ist er denn? Güte. Ist der schon hier raus, oder? Ah ja. Das ist unser Ausweg! Ich brauche Deckung, um sie aufzukriegen! Verpiss dich! Sau! Die Rüstung schon wieder verloren. Mann, drück ein bisschen schneller, du Pisseimer, ey. Komm, hör schon. Lad mich mal kurz nachladen hier. So, ein bisschen spielen wir noch. Ich weiß gerade, ein bisschen Lust und Laune macht. Und ich eine scheiß Angst hab. Grafisch finde ich es immer noch nicht hübsch. Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Ah, hier ist irgendwo ein Alien. Alien, Alien, Alien. Weg von mir, du Arsch. Nutze dich jetzt einfach als Stack, du Homo. Alter, bleib doch mal irgendwo stehen. Da oben! Da oben! Da oben! Boah, bin ich jetzt schnell down gegangen. Ja, damit lassen wir es gut sein. Ich glaube, dass das zu viel deutlich angenehmer ist, weil wenn man tot ist, ist man nicht tot, sondern man kann wiederbelebt werden. Ansonsten finde ich es jetzt nicht so schlecht. Die Grafik ist echt erbärmlich. Die Atmosphäre dafür wieder sehr stimmig und passend. Gleicht das Ganze aus. Wie gesagt, ich werde euch vom Multiplayer im Splitscreen hoffentlich auch noch was zeigen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Bis hierhin macht's mir irgendwie Spaß. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Na, bleib doch mal stehen. Das war gar nicht gut. Da oben! Da oben! Da oben! Alles klar. Das ist unser Ausweg. Ich brauche Deckung, um sie aufzunehmen. Mach dich die verfluchte Tür zu wieder, du Affe.
Wenn man nicht alles selber macht, ey. Alles machen wir es wenigstens überlebt. Zumindest soweit. Ich komme hier aber in die Tour. Wahrscheinlich erstmal nicht so krass. Das ist Fall 4. Ich habe Sephora Excel dabei. Wir landen, Winter. Verstanden. Verstanden, Raider. Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch. Also Beeilung. Ach du Scheiße. Eieiei, das Einparken hast du aber auch nicht gelernt. Nur am Rande, Axel. Wegen Winter habe ich mein Lieblingsschiff verkratzt, Sir. Das ist ihr einziges Schiff, Reed. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Yay! Feuerbombe erhalten, was auch immer. Nur bei den Erkennungsmarken habe ich versagt. Die habe ich aber ehrlich gesagt nicht geachtet. Achtung, blutrote Maske. Standfest. Ja. Wir starten jetzt noch in die nächste Mission rein. Aber die spielen wir nicht mehr. Was cool ist, dass du im Endeffekt alle Waffen mit hast, aber nur zwei auswählen kannst. Das bietet einem halt die Möglichkeit, immer wirklich auf alle Waffen zuzugreifen. Was ich persönlich jetzt nicht so schlecht finde. Kann mir mal jemand verraten, was da gerade passiert ist? Wer ist mit uns auf diesem Schiff? Wir haben keine Kontrolle über die Waffen der Sulaco, Sir. Wir sind unter feindlichem Beschuss. Wir schreien 6-5, erwidere Feuer! Halten Sie sich die Einsatzzeit, wir können den wegschlauen! Verdammt, die schießen auf uns, Sir! Keine Ahnung, Feuer nicht eröffnen, nur erwidern! Können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf beiden Schiffen sterben! Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl! Also los, Marine! Das stimmt. Hä? Wo ist mein Kollege hin? Ist da vorne rausgelaufen? Ach, auch egal. Komplett egal. Die KI ist strohdoof. Also zumindest die Verbündete. Daher wichtig, das Ding mit Freunden spielen, dann macht es ja Spaß. Alleine finde ich es jetzt etwas anstrengend. Aber grundsätzlich macht es auf jeden Fall Laune. Und was gibt's sonst? Captain! Wir werden von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen! Was geht da draußen vor? Keine Ahnung, nur Feuer nicht eröffnen, nur erwidern! Können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Wasser ausschalten? Wie zum Teufel! Können Sie es nicht versuchen, wir guck mal nur, was man an Waffen-Upgrades freigeschaltet hat. Nice. Pumpgun. Ja, Laserzielsystem finde ich immer klasse. So. Dienstpistole ist mir eigentlich relativ peng. Sturmgewehr. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Flexvisier. Mach mal Reflexvisier nur drauf. Was cool ist, dass du eigentlich nichts sammeln musst, sondern einfach hier die Sachen in einem Pause-Menü upgraden kannst. Und von dem her eigentlich sehr spaßig. Und da, dass man hier, wie gesagt, man kann auf alle Waffen zugreifen, was die bisschen Munition man hat. Verstanden. Ich hab zum Beispiel wieder die Orientierung. Au, gesagt. Ja, ist auch egal, mir fehlen Namen. Ich sag mal ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Domi. Und probiert es ruhig mal aus, aber spielt es nicht alleine, ganz wichtig.
bis demnächst. Bye bye.